Castle Chaos, aka das letzte Level der Story. Oder direkt einfach der Bosskampf. Where click click, Kong's back. Click, pst, this time Chaos will be victorious. Ah, der Gegner ist das. Was ist jetzt los? Okay, das hier ist ein bisschen... wirkt ein bisschen unangenehm, wenn ihr mich fragt. Okay. Ah, jetzt kann ich auf die andere Seite und hier ist ein Passen, das muss ich dem an den Kopf werfen. Chaos haben wir bereits in Mekanos bekämpft, glaube ich. Ah, King Kaewul steckt dahinter. Oh no, what have you done? My wife's gonna kill me. I've used all her best pots and pans to make him. And then you just cast him aside. As if he were a stack of empty tins. I thought that it was what it was. What? How dare you? Chaos was my ticket to world domination, and I've gotten away with it. If it wasn't for you meddling kids. Guess it just isn't your day, is it? But I'm the master chef around here, and I reckon it's about the time your goose was cooked. Ah, okay. Verstehe. Hey, was? Ich muss das Fass hier raufbeschwören. Aber was bringt mir das Fass? Das weiß ich leider nicht. Aber wir starten direkt in dieser Phase. Muss ich dem das Fass auf den Kopf werfen? Das war ja offensichtlich nicht richtig. Hm? Oder muss ich einfach genauer aimen damit? Natürlich auch eine Option, ne? Hä? Aber ich muss wirklich gucken, dass ich genau im richtigen Zeitpunkt springe. Mit ihm das Fass auf dem Kopf fällt. Nein, auch nicht. Hä? Hey. Das ist, da passiert halt gar nichts, wenn man ihm, wenn das Fass ihm auf dem Kopf fliegt. Hä? Okay. Ich muss das erstmal verstehen jetzt. Jetzt hier. Du checkst auch nicht. Ja, ich hab gedacht, ich bin das Einzige hier so verpeilt. Okay, es unter ihm lang zu pfeffern bringt auch nichts. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass er Damage bekommt, ohne eine Damage-Animation zu haben, wisst ihr? Meine andere Idee ist halt, dass ich dein Jetpack da von hinten treffen muss. Um ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Hä? What the hell? Hier. Kannst du mir nicht sagen, was ich zu tun habe? Ich bin gerade wirklich verwirrt. Okay.
Ich meine, es ist offensichtlich, dass ich irgendwas mit diesem Fass machen muss. Das ist halt wirklich sehr offensichtlich. Sehr offensichtlich, finde ich. Aber ich kann ihn nicht damit abwerfen, muss ich ihn nicht. Wenn es auf ihn drauf fällt, ist es auch nicht richtig. Gerade habe ich ihm genau ins Gesicht geworfen und es ist einfach nichts passiert. Es ist ihm auf den Kopf gefallen, es ist nichts passiert. Oh Mann. Ja, man muss hinten auf sein Jetpack treffen. Das war halt die einzige Stelle, die ich bis jetzt noch nicht getroffen hatte. Hinten das Jetpack. Ah. Was macht er jetzt? Mehr von den Griffen gefallen mir, ehrlich gesagt. Okay. Wäre schön, wenn ich das gewusst hätte, aber... kann ich alles haben. Verdammt, das... Das hier müssen wir jetzt opfern. Haben wir zu früh in, ich wollte sagen, in die Hand genommen, aber bei Dixie ist ja eher in die Haare genommen. Oh nein, nicht an die Ecke stellen, das wäre eine Falle gewesen. Da hätte er uns gekriegt. So wie er uns da gekriegt hat, eventuell. Aber naja. Wir wissen ja immerhin, wie wir es jetzt machen können. Weil wir wissen, was wir machen müssen. Und dann tun wir das auch. Ernsthaft, das hat nicht getroffen. Oh nein. Was ist denn hier? Ja, der hat das Fass jetzt zerstört. Eigentlich nur von links nach rechts läuft. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, ne? Was? Das war... Also dieser Hit war... Bullshit. Wieso kann der Boss nicht einfach, nachdem er getroffen wurde, mal kurz ein paar Invincibility Frames haben, damit man vielleicht auch mal eine Chance hat, da auszuweichen, wenn man direkt hinter ihm ist. Und wär's damit? Nein? Okay. Bei diesem Angriff konnte man halt auch nie im Leben ausweichen. Mit der Grundposition. Oh nein, ich wollte das fast gar nicht. Oh, egal, ist jetzt so. So, okay. Oh, und er dreht sich genau... Das Zeitfenster, wo man ihn treffen kann, ist halt auch so klein. Dreht sich halt so schnell um. Ich habe das Gefühl, mir fehlen immer so ein bis zwei Frames und jetzt fehlt mir ein bis zwei Leben. Jetzt haben wir ihn tatsächlich recht zügig erwischt, was mir ganz gut gefällt. Dass der Boss nur von links nach rechts läuft, das Problem ist trotzdem irgendwie Furcht einflößen, obwohl er nur von links nach rechts läuft. Bitte nicht zu hart verfolgen, Mr.
Mr. Cable. Ja, komm. Nein. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Okay, wir haben's. Vielleicht kommt seine nächste Phase. Ah! Das ist jetzt blöd. Und ich glaube, wir hätten zwischendurch speichern sollen, weil so müssen wir nochmal Chaos bekämpfen, glaube ich. Aber Chaos bekämpfen ist ja eigentlich nicht so das größte Problem, denke ich, oder? WTF, ja, denke ich mir auch. Denke ich mir auch, Möppi, denke ich mir auch. Keine Sorge. Ja, die Dialoge hier mit Chaos kennen wir schon. Vor allem jetzt sieht man da halt auch, dass hinter dem Vorhang da hinten jemand sitzt. Vorher habe ich das gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ernsthaft? Oh nein, ich habe daneben gefeuert. Sehr schön von mir. Und sehr schön meine ich, what the fuck habe ich da gemacht? Muss halt auch sagen, Chaos hier ist halt auch ein bisschen, wäre als Final Boss ein bisschen underwhelming. Sagt er und haut Chaos weg. Und wird von Chaos weggehauen. Haut gleichzeitig auch Chaos weg. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Chaos jetzt auch kommt. Ob Chaos jetzt auch kommen wird, weil die Sache ist, ich hatte ihn ja eigentlich gekillt. Ich war mir deswegen für den Moment gar nicht so sicher. Ich finde es auch super, dass er mich an irgendeinem Punkt einfach durchlässt. Und ich krieg's halt trotzdem nicht hin, ihn zu treffen. Vor allem habe ich so gedacht, oh nein, was für eine Phase hat denn Chaos danach? Aber stattdessen ist Chaos dann einfach kaputt. Ja, ja, den Dialog hier kennen wir schon. Ich fühle mich auch irgendwie immer verarscht, wenn dieser Hebel dann hochgeht, während man dranhängt und denke ich mir so, mein Dixie ist leicht, aber so leicht jetzt auch nicht. Come on, das kriegen wir. Oh nein. Da haben wir nur noch Kitty hierfür. Okay. Oh mein Gott, das war. Das ist huge, dass ich das gerade herausgefunden habe, muss ich schon sagen. Man einfach sich hier in die Ecke kauern kann. Kann man nämlich einfach den hier machen. Das macht den Bossfight hier um so vieles einfacher. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt mit Kitty, ja, K-Wool auszuweichen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne?
Vor allem, der Boss ist relativ blöd dafür, dass er es nicht bemerkt, so nach dem Motto. Verdammt, ich komme nicht an diese Ecke ran. Na, dann fliege ich einfach wieder drüber. Richtig, what the hell, aber ich nehme es mit. Warte, wieso habe ich gerade das Fass aufgenommen? Ja, das geht auf beiden Seiten. Okay, gut zu wissen. Das macht die Sache ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Ich wäre fast froh, ich hätte das nicht herausgefunden. Muss ich denn jetzt machen? Ah, hier ist ein Fass. Okay. Aber wir müssen hier an den Schalter springen und dann hier hinten das Fass nehmen. Ah, okay, verstehe. Super, dass er alles hier wegdrückt, nur nicht die Plattform, die das Fass spawnt. Die bleibt noch da. Nein. Mist. Ich meine, da ist ja kein Problem. Wäre nicht so, als würde ihm das Fass irgendwie Probleme bereiten oder so, ne? Fällt sogar, dass er sich schneller jetzt bewegt. Da kann ich nämlich einfach das hier machen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon fast zu einfach, sich vor dem Weg zu ducken. Oh Gott, was... Ich muss halt auch erstmal checken, was passiert. Hier... Dieser Bossfight ist wirklich gefühlt einfach nur, wie gut kannst du dich ducken? Ja, gut. Dann ist der Bossfight gleich zehnmal einfacher. Das war gerade gar nicht gut von mir. Gut, das muss einfach gut spielen. Das heißt, das wird wohl nichts. Ich muss sagen, es ist schon einfacher, wenn man weiß, was man tun muss. Ich hab ernsthaft das Ding auf seinen Propeller geworfen. Habe mich gerade nicht an einen dieser Festhalterhaken bin ich gerade nicht gesprungen. Oh Mann, ich mache mir das Leben gerade aber auch schwer. Schwerer, als es sein muss. Ja, danke Murphy, das habe ich mir redlich verdient. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, der dreht noch eine Runde. Irgendwie ist der Bossfight komisch, finde ich. Ne? Es geht nicht nur mir so, oder? Ich hab schon. Ich wollte eigentlich vorsichtig sein, das zu formulieren, aber der Bossfight hier ist ja mal mega weird.
Dann geht's nicht nur mir so, das ist gut zu wissen. So, das geht das nur mir so? Ich wollte nicht sagen. Aber irgendwie ist es halt ein bisschen komisches Boss-Design, wenn der Boss einfach nur von links nach rechts rennt. Weil in Donkey Kong Country 1 hatte man ja den, Kampf gegen K-Wool. Wo er mit der Kanone auf einen geschossen hat. Wo er versucht hat, einen zu zerquetschen. Und hier läuft der Boss einfach nur von links nach rechts. Wird komplett und es ist jetzt so gesehen nichts, ja, ne? Einzige, was mal passiert ist, wenn ich dem Fass in den Rücken hau. Richtig weirder Boss. Nicht gedacht, dass er so schnell wieder da ist. Mist. Aber irgendwie schaffe ich ihn trotzdem nicht. Und ich finde es halt auch so merkwürdig, dass meine Hauptwaffe gegen diesen Boss ist gefühlt, dass ich mich ducken kann. Klingt weird, fühlt sich aber so an. Kann einfach ein Großteil seiner Attacken dodgen, indem ich mich ducke. Naja, was heißt ein Großteil seiner Attacken? Er macht ja gar keine Attacken. Außer das Rumflattern hier vielleicht. Dafür, dass er so aggro auf einen ist, macht er ganz schön wenig. Oh, verdammt, okay. Das war mein Fass. Nehmen wir einfach das hier so lange. Oh. Ne, warte. Wenn ich schon hier bin, dann gucke ich mich hier auch weg vor ihm. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. But I take it. Er schaut halt auch die ganze Zeit so geistesverloren einfach nur nach vorne. Das war knapp. Habe ich das Gefühl. Okay, ja, ja. Dieser Bossfight wirkt irgendwie so statisch. Schon enttäuscht, leider. Ich finde, der Bossfight wirkt einfach sehr statisch. Alles ist so in komplett einfachen Mustern irgendwie. Und gefühlt nichts bewegt sich. Selbst der Boss hat keine Dynamik in seinen Bewegungen. Hat schwer, weil nicht weiß, wie sich die Umgebung ändert und sich so zieht, ja genau. Das ist der Hauptfaktor, der diesen Fight schwer macht. Das ist komplett richtig. Ich finde wirklich, das Enttäuschendste an diesem Boss ist einfach, dass er mich komplett ignoriert. Und übrigens sage ich nicht nur wegen den Elektro-Buzzer da unten, dass der Kampf statisch ist. Versteht schon, wegen statisch? In Aufladung und so, ne? Ja, sorry, der musste sein. Ist ihm einfach egal, was du machst. Oh, du hast mich in meinen Elektrolaser gehauen. Du wirst mir die ganze Zeit massive Eichenholzfässer in den Rücken. Mach doch, wie du willst. Diesen Vibe gibt's halt wirklich ein bisschen ab, da muss ich dir recht geben. Vor allem, das steht so im starken Kontrast dazu, dass er einen ankackt, dass man seinen geliebten Chaos kaputt gemacht hat. Das ist einfach so ein starker Kontrast. Oh, du hast meinen Roboter kaputt gemacht. Kann man nichts machen.
Ich drehe jetzt einfach meine Runden und wenn du mich dabei killst, dann ist es so. Ich werde den Dialog gleich nochmal vorlesen und ihn genau in dieser Stimme sprechen. Ich weiß, das wird großartig. Oh no, what have you done? My wife is gonna kill me. I used all her best pots and pans to make him. And then you just cast him aside. As if he were a stack of empty tins. I thought that's what it was, what he was. What? How dare you? Chaos was my ticket to world domination. And I've gotten away with it. If it wasn't for your meddling kids. Guess it's just isn't your day, is it? Well, you may have roasted my robot. But I am the master chef around here. And I reckon it's about time your goose was cooked. Und habe ich ihn gut getroffen? Ich merke schon, irgendwie dieser Bossfight sorgt dafür, dass ich komplett durch bin. Es ist halt so dämlich, dass er, dass sein Dialog so, ich sag jetzt mal, aggressiv ist. Dann kommt man hier in-game und er fliegt einfach nur von links nach rechts. Es geht mir wirklich nicht in den Kopf rein. Okay, Zeit, dass er mich wieder hier komplett ignoriert, wie ich ein Fass bereithalte, mit dem ich ihn weghauen kann. Oh, wer hätte das nur gedacht? Der Typ, der Kong, der da mit einem Fass stand, wollte dich damit abwerfen. Ah, verrückte Welt, damit konnte ja keiner rechnen. Ich meine, theoretisch könnte er auch dafür sorgen, dass die Fässer genau in diesen Elektrolaser da unten fallen, aber das wäre zu clever. Und jemand, der den entsprechenden Roboter gemacht hat, von dem kann man doch nicht verlangen, clever zu sein, oder? Also ich halte das für eine Zumutung, sowas von so einem zu verlangen. Hier warte ich lieber noch eine Runde. Das ist auch das Dämische an dem Boss, weil ich könnte hier theoretisch ewig warten. Wenn ich wollte. Weil er mich ignoriert. Oh. Das hat nicht getroffen. Okay, das war gerade einfach nur fies. Ich hab ja alle Zeit der Welt. Also wieso sollte ich mich beeilen? Und genau das soll, und genau dieses Gefühl sollte bei einem Bossfight eigentlich nicht kommen, dass man sich denkt, ach, ich habe alle Zeit der Welt. Es passiert halt, ja. Ich habe alle Zeit der Welt ist das Letzte, was du bei einem Bossfight eigentlich denken solltest. Er dreht halt schon wieder direkt vor mir ab, ne? An sich so lächerlich. Der Bossfight ist so lächerlich, dass mich traurig macht.
Und damit meine ich nicht, es macht mich traurig im Sinne von, dass der Bossfight ziemlich traurig ist, weil man ihn machen muss, sowas wie der Quaid Quay Wolf Sith aus Dark Souls. Ich meine eher diese Art von Traurig so, wieso ist dieser Bosskampf so? Aber hey, immerhin haben wir Video und Dollenkonsole. Oh, my head, what happened? One minute I was dreaming. About the world's biggest pile of bananas. The next I was a power-crazed madman. Danke, danke. Hey, don't worry, donkey. That's thanks to Dixie, it's over. I'm impressed. I bet even Cranky would be after that performance. Nope, not really. Right, you go this way, kitty. I go that way. You wouldn't hit a guy with glasses, would you? Fotoalbum? Dixie Kongs Fotoalbum? Okay. So eine gute Welt und dann... Und dann dieser Boss. Ja. Es tut einfach nur weh. Aber so ein gutes Spiel und dann so ein Boss. Es tut einfach nur weh. Ich weiß nicht, was er so sonst sagen soll. Recoil. Geiler Name für die Gegner. Ah, natürlich die Fassgegner da. Wie heißen die denn? Knogger. Na, Knocker. Knocker wahrscheinlich eher. War es eigentlich schon ein gutes Spiel, aber wisst ihr? Das ist halt das Schlimme an einem, wenn der letzte Bossfight nicht sitzt in einem Spiel. Generell. Wenn der letzte Bossfight nicht sitzt, dann hat man immer so einen faden Beigeschmack, sobald man das Spiel durchgespielt hat. Ähnlich war es ja auch hier bei Dark Souls 2. Wo ich das Spiel durchgespielt habe, ohne es zu wissen. Unter anderem, weil der letzte Boss einfach total langweilig war. Ja, was heißt total langweilig? Wichtig, ein Ende von einem Game ist, finde ich. Ja, ein Ende von einem Game ist halt auch sehr wichtig. Das ist ja... Also ich weiß halt, das ist ein Spiel, das ich jetzt nicht gespielt habe tatsächlich, aber ich weiß, dass ziemlich viele Leute enttäuscht sind von dem Ende von Dings. Mass Effect 3 und deswegen, dass wir tatsächlich schlechter bewerten. Cuff and Clut kennen wir noch gar nicht. Terrorfirma Tough Guys? Was? Kann ich das skippen? Ich will eigentlich nicht all diese ganzen Gegner sehen. Aber ja, das war gerade ein sehr schönes Beispiel von, ja, ein Ende ist wichtig. Wieso habt ihr da gesehen? Also das war wirklich unglaublich wichtig, weil dieser Boss, der war ein Witz. Dieser Final Boss war... Der hatte so viele Designsünden von einem Bossfight, das ist einfach unglaublich. Finde ich persönlich. Das ist einfach so schade. Das Spiel war über so weite Strecken so gut. Ey, den gab's aber nicht da in so einem Gebiet, den Minky. Flying Fiends. Also als Dämon würde ich die jetzt nicht bezeichnen, oder? Was? Ich nenne sie immer noch Wespen. Wirkt halt so, als hätten die Entwickler keinen Bock mehr gehabt. Ich habe das Gefühl, das Spiel wurde unter enormem Zeitdruck entwickelt. Weil ich habe das Gefühl, das merkt man an manchen Stellen einfach. Und sie wussten halt auch, weil hätte man mehr Zeit für das Game gehabt, dann wäre das vielleicht auch gar, hätte man vielleicht manche Sachen ein bisschen besser machen können, um es mal so zu sagen. Muss halt auch sagen, ich habe gesehen, Donkey Country 2 kam 95 raus. Dieses Spiel kam 96 raus.
Ich finde, das merkt man halt an manchen Stellen. Warte, ich kann ja mal kurz gucken. Donkey Kong Country by Wheelies. 21. November 95 und 3 kam am 22. November 96. Und ich würde sagen, daran merkt man dann doch schon, okay, dass ein Jahr Entwicklungszeit ist auch zu der Ära nicht viel. Ich meine, zu der Zeit konnte man noch ein Spiel in einem Jahr entwickeln. Das geht ja heute überhaupt nicht mehr, aber so prinzipiell. Ah, jetzt kommen die Bosse. Prinzipiell merkt man, das Spiel hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ach, der Arisch. An dem habe ich ein bisschen gesessen, um ehrlich zu sein. Squirt. Dieses Bild von Squirt ist ziemlich cursed, will ich dazu nur sagen. Chaos. Na gut, den haben wir ja nochmal bekämpft, ne? Zweimal Chaos auseinandergenommen. Leak, der aggressive Schneemann. Arbos, die aggressive Muschel oder wie auch immer man dieses Vieh nennen will. Und der einfach nur von links nach rechts bewegende K-Wool. Immer noch eine riesen Enttäuschung, wenn ihr mich fragt. Baron K. Wolenstein. First Class Friends. Ah, jetzt kommen die Animal Helper. Setz dich mal. Mr. Ignorant würde besser passen. Ellie, der Elephant. Das dürfte Squirt sein, hieß der, glaube ich. Ah, ne, Squitter. Nicht im Squirt war ja der eine Vogel. Der nicht, oder? Ne, das war Perry. Das Schnabeltier. Nein, nicht ganz. Das da ist On Guard. Wisst ihr, ich schaue das nämlich immer für die YouTube-Beschreibung nach, deswegen weiß ich auch, wie die alle heißen. Das da ist aber Squirt, oder? Ne, das ist Quarks. Die Bärenbrüder. Die man hier überall gesehen hat. Bazaar, Barnacle. Haben wir noch Brash und Blunder? Okay. Ich werde mir diese ganzen Namen sowieso nicht merken. Blue und Bazooka. Ja gut, Bazooka haben wir ja gesehen. Lizard und Bramble. Haben wir die alle gesehen? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Benny und Björn und Bartha. Stimmt, Benny und Björn waren die, die bei den Aufzug gearbeitet haben. Baffle und Boomer. Ja gut, wo Boomer ist, wissen wir. Der ist in der Bonuswelt und Baffle ist hier. Crucial Kongs. Der gute alte Funky Kong. Darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir Cranky Kong. Wie hieß der nochmal? Swanky ist das. Stimmt. Ich bin gerade auch am Rad. Das ist die alte Frau, die N64 spielt. Wie hieß die nochmal? Winkly Kong. Stimmt. Das ist Cranky Kong. Der alte Mann, der sagt, die Jugend von heute kriegt nichts mehr hin. Diddy Kong natürlich. Oh Mann. Und natürlich Dixie. Ja, genau Dixie. Genau. Dixie einfach zeigt zu allen Leuten, hey, das kann ich, wenn mich nicht so ein Idiot kontrolliert.
Aber komm, das müssen wir uns ja auch noch ansehen. Die Credits sind ja auch eher das Interessantere. Vor allem zu der Zeit waren halt auch die Credits noch nicht so lang wie bei aktuellen Videospielen. Weil ich habe vor kurzem die Credits von Elden Ring gesehen und boah, waren die lang. So viele Namen. Auf jeden Fall muss ich sagen, es ist, glaube ich, das Schwächste aller Donkey Kong Country Spiele. Gerade mit Hinblick auf den Bossfight am Ende, der war halt echt nicht gut. Aber ja, es war halt immer noch ein verdammt gutes Spiel über weite Strecken. Gerade diese siebte Welt, die war halt schon echt gut, muss ich sagen. Ich glaube, da gibt es keinen drumherum, finde ich. Und auch über weite Strecken war das Spiel wirklich gut, nur die anderen Donkey Kong Country Spiele haben halt nicht diese Schwächen. Also Donkey Kong Country 1 und 2 sind halt mehr consistent gut und haben vor allem den genugtuenden Endboss-Fight, ne? Das, was dieses Spiel hier halt nicht hat. Eigentlich müssen sie schon längst wegen der Rolle wieder die Bilder wiederholen. Ich wollte es nur gerade gesagt haben. Aber naja. Das, denke ich, bleibt ja nicht aus, ne? Ist ja nur ein kleiner Trost jetzt hier. Original Donkey Kong Creator Shigeru Miyamoto, stimmt. Man vergisst immer wieder, wie viel Shigeru Miyamoto eigentlich entwickelt hat für Nintendo, ne? Produced by Rare, presented by Nintendo. Und damit haben wir die Credits durch. 103%. So Simeon. Aber wir können ja jetzt weiterspielen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt dabei ist, dass wir... Ja doch, der Bossfight da wird nie mitgerechnet. Okay, das ist eine Sache, die ich nämlich... Die wäre nämlich ganz gut zu wissen. Nein, ich wollte nicht in dieses Level rein. Lass das mal bitte spielen. So. Und es würde sich halt jetzt komisch anfühlen, jetzt noch weiterzumachen. Dementsprechend werden wir uns wohl der Bonuswelt ein anderes Mal widmen.